Bierbrauen aus Leidenschaft, sich dem Traditionellen verpflichtet fühlen, ohne sich dem Neuen zu verschließen. Lebensfreude als Motto und Kölsch als Ergebnis einer Braukunst, die nur hier mit viel Liebe und Zeit entstehen konnte. In der ältesten, noch produzierenden Kölschbrauerei Kölns. Die Inhaberfamilie gibt diese Tradition mit viel Herzblut von Generation zu Generation weiter. Und das hier? Das ist Christian Sünner. Der hat unsere Brauerei gegründet. Angefangen hat alles im Jahre 1830 im rechtsrheinischen Köln-Deutz. In Sichtweite des Doms lag das Brauhaus der Gebrüder Sünner als beliebter Treffpunkt. Schnell war die anfangs kleine Brauerei berühmt für den Geschmack und die Qualität ihrer Biere. Als die Kapazitäten erweitert wurden, zog der Braubetrieb ins damalig noch ländliche Köln-Kalk. Von hier aus wird das besondere Sünnerbier, damals wie heute, an Gastronomiepartner in ganz Köln ausgeliefert. Eine gewachsene Struktur und erfolgreiche Zusammenarbeit. Das liebevoll gepflegte und denkmalgeschützte Brauereigebäude in Köln-Kalk ist Wahrzeichen für Kölschliebhaber. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Braukunst auf Basis von bewährtem, eines der Erfolgsgeheimnisse. Moderne Technologie und Sortenvielfalt. Kein Selbstzweck, sondern Fortentwicklung im Dienste der Liebhaber ursprünglichen Genusses in einer modernen Gesellschaft und Zeit. Und so lange gibt's unsere Brauerei schon. Nirgendwo sonst als im direkt angeschlossenen Sünnerkeller oder im Biergarten lässt sich ein Sünnerkölsch frischer genießen. Damals wie heute brauen wir unser Bier nur mit den besten Zutaten und nach dem Reinheitsgebot von 1516. Und seit ihrer Gründung legt die Brauerei größten Wert auf die Verwendung ausgesuchter Rohstoffe und kurzer Verarbeitungswege. Das besonders weiche Brauwasser stammt aus eigenem Brunnen. Und auch hier sorgen permanente Qualitätsprüfungen ebenso für einen hohen Standard wie der Hopfeneinkauf in der Hallertau. Gerade dieser Hopfen, die Menge und der Zeitpunkt seiner Zugabe haben maßgeblichen Einfluss auf den Geschmack und sind gut gehütete Geheimnisse jedes Braumeisters. Erst wenn alles perfekt ist, wird der Würze der Weg in den Gärbereich geöffnet, der eine weitere Besonderheit der Brauerei Sünner beinhaltet. Es handelt sich um eine offene Gärung, die mehr Zeit benötigt, aber den Geschmack sich freier entfalten lässt. Ein modernes Rohrleitungsnetz führt danach zum mehrstufigen Filter. Qualifizierte Mitarbeiter richten hier den Filtersatz und Filterungsgrad ein, der je nach Biersorte zwischen naturtrüb und kristallklar variiert. Die letzte Station des Bieres ist der Lagerkeller. Hier reift das Jungbier mit viel Ruhe und Zeit und wartet auf eine finale und entscheidende Kontrolle. Der Geschmackstest durch den Braumeister. Erst jetzt ist aus den erlesenen Zutaten ein echtes Sünner geworden. Vor dem erfrischenden Genuss muss jetzt nur noch die Abfüllung durchlaufen werden, die trotz eines hohen Automatisierungsgrades immer auch den Menschen und seine unbestechliche Kontrolle benötigt. Nach der hygienischen Reinigung und Spülung der Flaschen werden diese elektronisch geprüft, bei geringsten Abweichungen aussortiert oder weiter zum Füller transportiert.
schonend erfolgt hier vollautomatisch die Sünnerabfüllung des Tages. Weiter geht es zur Etikettierungsmaschine. So wie der leckere Geschmack der Sünner-Spezialitäten für sich spricht, so stehen die Etiketten für das unverwechselbare Sünner-Erscheinungsbild. Nach einer letzten Kontrolle werden die Flaschen in die ebenfalls sorgfältig gereinigten Bierkisten eingesetzt und zur Zwischenlagerung palettiert. In der nebenanliegenden Fassabfüllung sind die Arbeitsabläufe ähnlich. Nach manueller Öffnung und erster Grobreinigung wird jedes Fass in der automatisierten Waschanlage gesäubert und danach nochmals von Hand geprüft. Im nächsten Raum werden auf dem Füllbock die für Köln typischen Pittermännchen mit frischem Sünner befüllt und verkorkt. Anschließend werden die Fässer für den Transport gestapelt und schonend gekühlt. Ob in der Disposition oder im Management, bei Sünner kennt man sich noch persönlich und kümmert sich. Da passt für Sie am besten unser neues Produkt Sünner Bio Colonia. Sünner Bio Colonia ist ein naturtrübes, obergäriges Bier, gebraut aus Hopfen und Malz, biologisch kontrollierten Anbau. Ja, ich würde das gerne in unserem Bio-Getränkemarkt übernehmen, so als lokale Spezialität. Serviceorientierte Arbeitsweise, kurze Wege und Gebindevielfalt haben die Brauerei Sünner zu einem erstklassigen Partner für die regionale Gastronomie und den anspruchsvollen Getränkefachhandel gemacht. Die Verlässlichkeit und Termintreue jeder Lieferung sind die Eckpfeiler einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dies stellt sicher, dass jeder Kunde sein Sünner zu jeder Zeit genießen kann. Und dies gilt insbesondere für die Gastronomie. Hier pflegt man ein ausgesprochen partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden in und rund um Köln. Ein frisches Sünner ist wie ein fröhlicher Freund. Bei einem ausgelassenen Abend oder zum gemütlichen Essen in einer der vielen Altstadtkneipen, wie hier im Walfisch. Genuss kennt keine Altersklassen und gerade deshalb sind Getränke aus dem Hause Sünner so beliebt. Traditionell werden im Hause Sünner in der angeschlossenen Brennereimanufaktur auch hochwertige Spirituosen hergestellt, wie zum Beispiel der Akrobat, ein feinherber Bitter, der Bestandteil jeder gut sortierten Bar ist. In alten Holzfässern reift in der Sünner Brennerei eine Vielzahl ganz besonderer Genüsse, die mit derselben handwerklichen Kunst und Leidenschaft hergestellt werden wie die Sünner Biere. Beeindruckend die Dimension dieser Brennerei, die mit ausgewählten Zutaten und viel Handarbeit den guten Ruf der Marke Sünner schon seit jeher verbreitet hat. In einer mehrstufigen Destille wird hier die hochwertige Maische unter kontrollierten Bedingungen zu ganz besonderen Spirituosen gebrannt. Die althergebrachten Rezepturen garantieren die gute Bekömmlichkeit ohne künstliche Zusatzstoffe. Das Produkt zeigt sich so klar und rein, dass jede Probe, selbst für den Brennmeister, zu einem besonderen Genuss und zu einer Bestätigung seiner Arbeit wird. In Ruhe gelagert und schonend abgefüllt ergeben sich so Produkte wie der Sünner Dry Gin, der Korn Sünner No. 1, Wacholdergeist, Mälzchen oder der bekannte Akrobat. Brauerei und Brennerei Gebrüder Sünner, untrennbar mit Köln und seiner Lebensart verbunden.